So, hallo, schönen guten Tag hier bei Piranha-Becken TV. Hallo. Wir sind zwei Piranhas und wir erzählen euch jetzt was über Blindheit. Beim Kaufen. Buying blind. Was für ein Thema haben wir denn da? Ne? Geht um Käuferverhalten. Ne? Viele schauen nicht nur auf Werbung, ne, die so gibt, so, oh, das ist ein tolles Spiel, ich habe Werbung gesehen, sondern haben ihre Lieblinge, beim Kauf von Games. Ja, ein paar davon, da freue ich mich auch drauf. Ja. Deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt, hör mal, welche Art von Spielen werden von dir blind gekauft? Einfach so. Und die haben Folgendes gesagt. Blind gekauft, muss ich zugeben, ich bin eine kleine Open-World-Hure geworden. Ich stehe leider auf Open-World-Spiele und ich mag es auch manchmal, den Kopf abzuschalten bei sinnlosem Gegrinde, wenn man Fragezeichen sucht oder irgendwas macht, wie bei zum Beispiel Assassin's Creed oder bla. Grafik. Ich bin eine Grafik-H-Punkt und wenn ich vorher sehe, irgendwie, dass die Grafik so unwahrscheinlich gut ist, dann würde ich mir das Spiel kaufen, wie zum Beispiel bei Tomb Raider. Fand ich großartig. Ich liebe die neuen Tomb Raider-Teile. Eigentlich nur die Spiele, wo ich die Entwickler- oder Vorgängerspiele kenne und sage, sowas würde ich gerne nochmal erleben. In der Regel, ja, Action-Rollenspiele. Mittlerweile wird gar nicht mehr so viel blind gekauft. Aber ich glaube, so Baldur's Game kann ich direkt blind kaufen. Ja, die Blizzard-Dinger habe ich eigentlich alle blind gekauft. Weil ich nicht wusste, also normalerweise hat man das eigentlich einfach gekauft wegen der Titel. Ja, da sieht man schon so einen Trend, ne? Also es gibt so Parameter, die man anlegt, ne? Wo man sagt so, ach, das finde ich interessant. Ich will da gar nichts von wissen, ich will mich gar nicht spoilern lassen, das kaufe ich sowieso. Blind, ja? Hattest du gerade gesagt, gibt es, was ist bei dir? Ja, aktuell weiß ich, dass ich immer noch einfach so Cyberpunk kaufen werde. Blind gekauft, so sieht's aus. Ich würde aber auch, was es leider nicht gibt, sofort das neue Deus Ex kaufen. Und ich würde aber auch, was es hoffentlich irgendwann doch nochmal gibt, blind das neue System Shock kaufen. Ja. Absolut. Das sind so die ersten drei, die mir jetzt spontan einfallen. Das eine, von dem ich weiß, dass es auf den Markt kommt. Das andere, wovon ich nicht weiß, ob es jemals auf den Markt kommt. Und das dritte, naja, hoffentlich. Ne? Man weiß es nicht. Absolut, ja. Ja, was habe ich immer blind gekauft in meinem Leben? Ich habe damals generell alles, was von Looking Glass kam, gekauft. Looking Glass ist ein Entwickler oder war einer oder ist noch, ich weiß nicht. Die haben Spiele gemacht wie Thief, System Shock, ne? Und es gab mal dieses Cybermage hier, eine ganz alte Kamelle, ja, wo sehr viele Leute tatsächlich von System Shock dabei waren. Ja, mein Gott, wieso kriegt das denn jetzt nicht raus? Das ist auch eine ganz alte Kamelle, ja. Cybermage. Kennt keine Sau, ne? Aber da waren Leute von Looking Glass dabei, ne? Und das habe ich einfach blind gekauft. Weil es ist ja von den Jungs, so zumindest von einem oder zwei von denen, ne? Und das habe ich blind gekauft für 120 Mark damals, ja, das war viel Geld für mich, ja, zu der Zeit in den 90er. Und das fand ich geil, ja. Cybermatch, das Cover sieht ja fast aus wie Mega Man, ey. Sag mal. Ist doch kein Mega Man, das ist ein 3D Shooter, kann man sagen, 3D Shooter, der auch First Person Geballer mit Geschichte. Ja, war gut, war super. Hatte mit System Shock jetzt vielleicht wenig zu tun, aber die Story hat mich sofort gepackt. Mhm. Ne? Typ sucht nach seiner Identität. Wer bin ich? Ich bin neu geboren. Ich bin in vitro aus einer Konserve irgendwie. Oh mein Gott, wer bin ich? Ich habe einen Diamanten am Kopf und so. Warum ich da Stroh in der Ecke? Wieso habe ich eine Maske auf? Und dann ging's los, ne? Und das war schon ziemlich geil, ja. Okay. Läuft. Ja, was habe ich noch blind gekauft? Ultima, ne? Die Richard Garriott Sachen, die habe ich immer blind gekauft. So. Gut, Pagan fand ich jetzt nicht so toll. Da hat er versucht, irgendwie so ein bisschen Jump and Run zu machen. Das war jetzt nicht so meins, ne? Aber ansonsten konnte man das eigentlich immer, wenn Ultima drauf stand, konnte man es eigentlich immer
blind kaufen, so, ne? Ja, so Sachen wie hier Super Mario Zeug, ne? Kann man eigentlich auch mal blind kaufen. Da kann man sagen, okay, das sind super Spiele oder Zelda genauso. Das sind auch so Klassiker, wo man sagt, okay, du weißt eigentlich, was du erwartest. Mhm. Ne? Obwohl bei Zelda sind die von ihren eigenen Spielprinzipien und Look and Feel schon sehr viel stärker abgewichen. Bei also Mario, geschwankt so, ja, weißt genau, du, ne? Mhm. Das ist, Mario ist halt Mario. Da machen sie mal so Sachen wie Paper Mario oder irgendwelche komischen Derivate, aber es ist trotzdem dieses ganz klassische Jump and Run. Ja, doch, ja, kann man so nennen. Ne? Jetzt warst du nicht sicher. Hm, was ist das jetzt? Ich musste noch mal kurz drüber nachdenken. Genau, und ja, das ist finde ich aber auch total interessant irgendwie. Damals, es gab mal irgendwie, ja, Black Forest Games hat zum Beispiel mal Gianna Sisters gemacht. Das war auch so, ne, mit so ein typisches Jump'n'Run-Ding, wo du da rumspringen konntest. Und Nintendo macht halt die großen Klassiker. Ja, wenn du weißt, oh, ich möchte mal gerne wieder dieses Feeling haben, kaufst du ein Nintendo-Spiel und bekommst das. Also es gibt so ein paar Parameter, die man anlegen kann. Wir hatten jetzt hier Entwickler, ne? Looking Glass, ich habe immer viel Spiele von Bullfrog gespielt. Infogrames habe ich früher mal gekauft. Und Interplay-Dinger, ne? Das heißt, die waren auf jeden Fall für mich immer irgendwie so Interplays, zum Beispiel Fallout, ne? Also solche Schätzchen von früher, also diese alten Kamellen, aber das war so, ne? Das heißt, kennt ihr so Publisher, wo ihr sagt, da würde ich blind kaufen? Kennt ihr Entwickler, würde ich dann blind kaufen? Es war damals für mich auf jeden Fall ein Parameter, ne? Ja, es ist auch teilweise immer noch. Also wenn Bethesda ein neues Spiel rausbringt, gucken wir uns das auf jeden Fall an. Wir gucken uns das an und kaufen es ja. auch. Und wenn, ne? Rockstar ein Spiel rausbringt, auch. Ja, Rockstar, ja sicher. Ganz vorne mit dabei. Ich freue mich schon auf das neue GTA 6. CD Projekt hatten wir jetzt auch, ne? Würde ja. ich sofort kaufen. Ja. Ich habe munkeln hören, das ist wieder so ein 80er-Jahre-Ding. So Vice City-Derivat und so. Hätte ich voll Bock drauf. Ja, mit einem dicken Wagen, ne? So Don Johnson-mäßig, Heartbeat, durch die Straßen brettern. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Aber da muss ich wieder mal Mi Vice gucken. Habe ich jetzt zum 5. Mal oder 6. Mal jetzt gerade vor einem Jahr noch gemacht. Das stimmt, ja. Muss ich da nochmal durch. Und du vor allem, ne? Ich kenne das mittlerweile auch ziemlich gut. Ja, sehr gut. Okay, es gibt aber auch Lieblingsgenre, ne? Würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt blind kaufen, wenn man sagt so, oh, da kommt ein neues RTS raus von wem auch immer, egal welches Setting, egal so, ne? Das heißt, Genre ist schon schwierig, ne? Das kauft man nicht einfach blind. Das sind Parameter, das reicht nicht. Nee. Ne? Das ist zu wenig. Gibt noch Setting, ne? Setting kann mich hooken, wenn ich sage, okay, Assassin's Creed zum Beispiel. Habe ich gesagt, so, okay, Syndicate hieß das. Assassin's Creed Syndicate. Setting finde ich super, kaufe ich. Fand ich nicht so schön. Hat bei mir nicht gezündet, so. Assassin's Creed Odyssey, bam. Ne? Griechenland, super. Griechische Mythologie, Odysseus steht drauf, Odysseus ist drin. Rafts, ne? Das heißt, so Setting kann auch funktionieren. Ne? Ja, das stimmt. So, das heißt, es gibt viele Assassin's Creed-Teile, die haben halt unterschiedliche Settings angeboten. Und da sage ich, okay, das würde ich nicht spielen, das mag ich jetzt. Jetzt kommen die Wikinger. Ne? Wikinger, da bin ich wieder dabei. So. Auch alles derselbe Publisher in dem Fall. So, ne? Ja, ja. Ne? Mhm. Das ist, ja, Ubisoft. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Aber da selektierst du dann mehr. Dann guckst du, ne, worauf habe ich jetzt Bock. Ne? Und Odyssee war es jetzt gerade. Ja. Das stimmt. Ja, was gibt's noch für Parameter? Stories, ne? Ja, das weiß man vorher immer nicht, ne? Zeitreise war früher immer, wenn ein Kinofilm Zeitreise angeboten hat, dann hat man sich den angeguckt. Wegen Zurück in die Zukunft war man da irgendwie angefixt, ja, in den 80ern. Und da hat man jeden Zeitreisefilm sich angeguckt. Da ging es einfach nur um die Story, ja? Und ist das heute auch so?
Weiß ich nicht. Ich glaube, heute sind die Storys auch nicht so simpel. Damals waren die simpler, heute sind die komplexer. Da geht es schon um den, kann ich mich mit dem Charakter identifizieren? Da geht es gar nicht mal um die Story selbst, sondern mehr, wie ist sie mir präsentiert worden, ne? Ja, und du weißt ja im besten Fall auch nicht, was kommt, ne? Das heißt, selbst wenn du den Anfang jetzt nicht uninteressant findest, weißt du nicht, der kann jetzt richtig spannend weitererzählt werden oder auch überhaupt nicht. Ja. Das weißt du einfach nicht und das ist einfach so. Ja. Also ist das auch kein Kriterium für einen Kauf. Okay. Es gibt also viele Parameter, die man anlegen kann, um zu entscheiden, ach, kaufe ich blind. Aber die kosten ja auch ein bisschen was. Es gibt ja Bundles, ne? Da wartet man einfach und kauft dann. Mhm. Da kauft man einfach irgendwie so ein Bundle, so einen Schub der letzten, weiß ich nicht, 12 Monate oder so, oder vielleicht davor oder sowas, ja. Kauft man im Bundle, ach, kenne ich noch nicht, gucke ich mal an, kaufe ich mal blind, mal sehen, was dabei rumkommt. Ist dann vielleicht auch eine Geldfrage, ob man blind kauft oder nicht. Mhm. Ne? Ja, wann ist blind, ne? Das heißt, wie viel habe ich mich schon mit dem Ding auseinandergesetzt, um zu sagen, ich kaufe das blind? Ja. Ne, das heißt, ich habe es noch nicht angespielt. Ist wahrscheinlich meistens der Fall, weil die wenigsten bieten die Möglichkeit an, vielleicht auf einer Messe das nochmal anzuzocken oder irgendwie eine Demo sich im Internet anzuschauen. So, das heißt, ich habe es noch nicht angespielt. Nächster Step wäre dann, ich habe mir zumindest Gameplay schon mal angesehen. Oder jemand anderem beim Spielen zugeguckt. Es gibt ja auch mehr Möglichkeiten heute, ne? Sich zu informieren, und das nutzen die Menschen auch. Ne? Ja, also einfach blind so, ich kaufe das Ding einfach so, fertig. Eine Frage der Entscheidung, ne? Also ja. Wir haben zum Beispiel entschieden, wir kaufen Cyberpunk, bevor wir wussten, was es ist. Jo. Einfach aus Prinzip. Klar. Na? Das ist dann schon blind. Obwohl wir mittlerweile uns auch viele Sachen dazu angeguckt haben. Aber dann kauft man halt trotzdem noch, weil man die Entscheidung schon gefällt hat. Ja. Was hier auch noch so reinpasst dann in dieses Ding ist die Games Flatrate. Na? Da kaufst du auch blind, wenn du so willst. Bei Netflix genauso, ne? Das heißt, du hast ein monatliches Abo oder Amazon Prime oder was auch immer. Hast ein monatliches Abo, das hast du jetzt einfach und das bezahlst du blind jeden Monat. Ja, stimmt. Ja, und dann entscheidest du wahrscheinlich auch irgendwie alle halbe Jahre mal, ob du das wieder absetzt oder nicht. Mhm. Ne? Das ist ja auch nicht unsignifikant viel Geld, die du dann bezahlst, so, ne? Mhm. Hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Dieses Games Flatrate Zeug, ne? Gibt es, weiß ich, ne? Aber die Leute, die meisten, die ich so kenne oder mit denen ich gesprochen habe, die haben dann doch, nee, ich möchte doch lieber selber entscheiden, was für Spiele mir da vorgesetzt werden und möchte nicht irgendeinem Konzern, da sind wir auch wieder, ne? Mir vorkauen lassen, was ich zu spielen habe. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen eigen, ne? Ja, dass sich das irgendwie durchsetzt. So. Ist halt auch eine Frage der Auswahl, ne? Wie viele kriege ich denn jetzt umsonst? Ja. Die sagen, ja, du kriegst jetzt 100 Spiele dabei, ja? Ja, was denn für Spiele? Welche genau, denn? Genau, ja. Ne? Ja. Da ist ja eins dabei, wo ich sage, oh ja, das wollte ich sowieso spielen, und die anderen 99, so ja. Und was kostet mich das jetzt im Jahr? Ach, dann kaufen wir das Spiel und lass die anderen weg. Also, ne, das ist auch so ein Ding. Mhm. Ja, blind kaufen? Ja, weiß nicht. Kauft ihr blind? Und wenn ja, was? Ja. Also würdest du jetzt eine Flatrate für Steam kriegen und du bekämst alle Steam-Spiele dann umsonst? Ja, so funktioniert die Welt nicht. So funktioniert die Welt nicht. So funktioniert die Welt nicht. Es ist immer irgendein Exklusiv, irgendwo was. Ne? Gab ja einen riesen Aufschrei, als Epic irgendwie aufkam und der Exklusivtitel dann angeboten hat und so. Das möchten die Leute nicht. Mhm. Ne? So dieses Bevormunden, glaube ich, ist das Problem. Ne? Und das bei so Flatrates ist das, glaube ich, häufig der Fall. Ja. Hat natürlich auch Konsequenzen auf uns Entwicklern, was die Kohle angeht, wie viel man da erwirtschaften kann und solche Dinge. Ne? Und wenn die Kohle, wenn das Geld halt irgendwie das Budget kleiner wird, dann wird auch die Qualität kleiner. Ne? Dann geht die Schere noch mehr auf von Quadruple-A-Spielen, ne? Die absoluten Burner, die dann rauskommen, irgendwie wo, weiß ich nicht, 100 Jahre Menschenleben drin stecken an Arbeitszeit. Die Pyramide der Spiele. Die Pyramide der Spiele, so, ja. Und so Mittelklassewagen wie wir und Indie-Titel und so weiter, ne, das ist schon, interessant. Mhm. Ne, wo sich das hin entwickelt. Noch gibt's für alles eine Nische, sag ich immer. Ja. Ja, und dann gibt's noch den Zeitpunkt des Kaufes, ne. Bin ich im Sommerloch irgendwie mehr schneller bereit, einfach mal irgendwie in den Laden zu gehen, auch Cover gefällt mir, kaufe ich mal, egal was drin ist so. Oder ist das zu Weihnachten, ne, gehe ich in den Laden, auch guck mal hier,
Der Björn steht doch auf Bienchen und Blümchen, kaufe ich ihm mal Bussibär und der Ponyhof oder was, einfach blind, obwohl ich nicht weiß, was drin ist. Kann ich bei mir nicht beobachten, dass das saisonabhängig ist, was ich kaufe. Nee. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also, aber wir schenken uns auch keine Spiele, ne? Selten. Das macht ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Ne? Spiele schenken ist ja auch so ein Buying Blind Ding, so, ne? Das heißt, ja, ich kaufe das für jemand anders. Ja, wenn ich das total geil fand und ich will unbedingt, dass jemand das spielt, ne? Du hast mir damals Lars auch was geschenkt, weil du wusstest, dass ich das so toll finde. Ja, das war aber nicht blind, weil du nämlich Sarazar geguckt hast, von vorne bis hinten durch und fandst die Story geil. Für dich vielleicht. Ja. Für mich war es ein blinder Kauf, ja. Du hast dich auf mich verlassen. Ja, ich habe mich drauf verlassen, dass es geil ist, weil du hast es jetzt mehrfach geguckt gehabt und da habe ich gesagt, gut, ich schenke dir das, ich spiele das nochmal mit dir zusammen so. Mhm. Das war für mich blind, ja, aber auch nicht wirklich. Ja. Ja. Es gab zumindest einen Leumund, der sagte, ist geil, spiel mal. Also die meisten Spiele, die man so im Jahr kauft, die sind nicht blind, würde ich dann unterm Strich sagen. Nein. Also ich würde sagen, das sind so 2-3 Titel, selten, wo du weißt, die will ich auf jeden Fall kaufen, egal was das ist, ich möchte mir das angucken. Und alle anderen, die guckt man sich vorher an. Mhm. Gut. Hast du eine Community-Frage? Ja, sogar eine, die irgendwie dazu passt. Und zwar, ich muss sie wieder finden. Genau, da fragt einer, was haltet ihr von Free-to-Play-Weekends oder andere Testphasen, wo ein Spiel für einen kostenlosen Zeitraum angeboten wird? Und wenn ihr das entscheiden könntet, würdet ihr das anbieten oder so zur Verfügung stellen, fragt jemand. Das ist eine sehr schwierige Frage. Genau. Dazu muss man erstmal wissen, dass wir solche Marktanalysen selber gar nicht machen. Das heißt, wir haben gar keine Ahnung, wann sich, warum, wie viele Spiele im Detail verkaufen. Und wir wissen, die erste Zeit nach dem Release ist auf jeden Fall die wichtigste für uns. Mhm. Und das Spiel zu dem Zeitpunkt zu verschenken, wäre nicht gut. Weil das über die Zukunft entscheidet, über alles entscheidet. Uns hilft es ja sogar, ne? Wenn ihr uns unterstützen möchtet und ihr wollt dafür kein Geld ausgeben, dann hilft es uns sogar, wenn ihr einfach nur unsere Spiele auf die Wishlist packt, ohne sie zu kaufen. Weil sowas schon über Marketingbudgets entscheidet, wie viele Spiele auf Wishlisten sind. Ne? Auch eure anderen Lieblingsspiele oder so, ihr möchtet die unterstützen, packt die auf die Wishlist. Das hilft den Entwicklern. Und deswegen wissen wir, es gibt diesen Zeitraum, wo wir auf jeden Fall die Kosten wieder einspielen müssen, die wir quasi gekostet haben und die ganze Produktion und so. Und wenn das wieder drin ist und du sagst so, juhu, ich bin jetzt im grünen Bereich, yay, wir haben es geschafft, dann kommt so die Phase, wo dann irgendwelche Sales kommen und irgendwie, wo das Spiel auch mal günstiger angeboten wird oder teilweise in irgendwelchen Kooperationen dann auch zeitweise mal umsonst. Und dann geht es nicht mehr darum, die Kohle wieder einzuspielen, die das Ding gekostet hat, sondern dann geht es im Grunde genommen darum, Reichweite zu erzielen. Das heißt, möglichst viele Leute haben hoffentlich schon mal was davon gehört im Nachhinein noch. Ne? Also es wäre für uns auf jeden Fall nicht schlecht, wenn auch zu einem späteren Jahr, wenn das Spiel schon eine Weile draußen ist, Leute das dann zu Gesicht bekommen, die es vielleicht vorher noch nicht kannten. Das kann ja auch nochmal cool sein. Und dann denken, das Spiel hat mir aber Spaß gemacht, wenn Piranha Bytes das nächste Mal ein Spiel rausbringt, fand ich das andere Spiel von Piranha Bytes, was ich gut fand, so gut, dass ich vielleicht das neue auch kaufe. So einen Effekt kann es ja auch geben und dafür wäre das dann gut. Und ich denke, das kann dann auch Sinn machen. Also die Antwort ist, es kommt auf den Zeitpunkt an. Ja, das war eine sehr lange, gute Antwort auf eine sehr schwierige Frage und wir hoffen, damit ist die Frage beantwortet. Vielen Dank fürs Zugucken und bis nächste Woche dann wieder hier Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Ja, zwischendurch mal Luft holen. Ich hatte jetzt so einen Gedanken. Ach so. Der strudelte dann so und naja. Läuft.